Nach langer Zeit gab es am Donnerstag mal wieder die Gelegenheit zu einem persönlichen Pressetermin im Presseraum des 1. FCM. Allerdings die Hoffnung, vielleicht mal einen Blick auf die neue Mannschaft werfen zu können, wurde enttäuscht. Es war eher das Gegenteil der Fall, denn Geschäftsführer Mario Kalnick wollte nur übers Geld reden, und zwar in Form eines neuen Sponsors, der zukünftig das Trikotsponsoring der Mannschaft übernehmen wird. Ein kleinerer, sechsstelliger Betrag soll fließen, also mindestens 100.000 Euro, die sich der Pflegedienstleister Humanas dieses Engagement kosten lassen wird. Ein stattliches Sümmchen für den Profifußball, und das in einer Zeit, in der Mitarbeiter von Pflegefirmen vor dem Sozialministerium demonstrieren, auch um auskömmlich bezahlt zu werden. Aus Steuermitteln muss die Pflegekasse aufgebessert werden. Ein Schelm, wer sich nun fragt, wo dieses Geld auch landet. Der FCM macht sicherlich Versprechungen hinsichtlich der zu erbringenden Werbeleistung. Werbeleistung, die die anwesenden Medien erbringen, die gewollt oder ungewollt die Logos der Sponsoren ablichten müssen. Denn das ist das Geschäftsmodell, mit dem die Angestellten der Fußball GmbH hauptsächlich ihr Geld verdienen. Es ist so, dass der Vertrag mit Sanmeca lief ja zum 30.06.2021 aus. Wir haben früh das Signal bekommen von Sanmeca, dass der Vertrag auch auslaufen wird, dass er nicht verlängert wird aus unternehmenspolitischen Zielen. Und wir sind dann frühzeitig rangegangen und haben in der Rechtevergabe uns Ideen gemacht, wie wir da vorgehen, und das haben wir dann im letzten halben Jahr umgesetzt, und im Ergebnis all dieser ganzen Themen, was wir hatten, Ziele, als auch die Ziele des Unternehmens der Humanas Gruppe, haben wir dann festgestellt, das passt für beide Seiten hervorragend zusammen, und dann haben wir uns entschlossen, das Recht der Trikotwerbung zukünftig an Humanas für die kommenden 3 Jahre zu vergeben. Insofern ist der nahtlose Übergang von einem zum anderen Sponsor für die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Geschäftsleitung der Fußball GmbH bestimmt ein Erfolg. Stellt jedoch sicher, dass weiter Drittliga-Fußball gespielt werden kann. Bleibt noch abschließend die Frage zu stellen, ob und wie der ebenfalls anwesende öffentlich-rechtliche Rundfunk nun die Werbeleistung für den neuen Trikotsponsor erbringt.